Java ist eine sogenannte objektorientierte Programmiersprache. Objektorientierte Programmierung, kürzen wir auch ab mit OOP, ist ein Programmierparadigma. Das heißt einfach eine Idee, ein Konzept, wie eine Programmiersprache gemacht ist. Es gibt da verschiedenste Konzepte. Es gibt zum Beispiel auch noch das Konzept der prozeduralen Sprachen. Ein Beispiel dafür wäre die Programmiersprache C. Und Java ist eben eine objektorientierte Sprache. Und ja, all diese Konzepte, die es so gibt, haben alle ihre Daseinsberechtigung und ihren speziellen Anwendungsfall. Es ist aber so, dass man im Groben eigentlich sagen kann, die objektorientierte Programmierung ist so die neueste und beste Errungenschaft, die so gemacht wurde in Sachen Programmiersprachen. Und der Grund davon ist folgender: Man kann in objektorientierten Programmiersprachen einfach leichter programmieren. Es ist leichter, es ist verständlicher für den Programmierer. Bei prozeduralen Sprachen jetzt zum Beispiel ist es wie folgt: Wenn man da so ein Programm hat, dann beginnt es bei Zeile 1 und endet irgendwie bei Zeile 8507 zum Beispiel. So, und wenn man jetzt rausfinden will, was dieses Programm eigentlich tut, dann muss man sich halt diesen kompletten Quellcode Zeile für Zeile anschauen. Und bei objektorientierten Sprachen ist das anders gemacht. Da ist die Idee davon, dass man eben solche Objekte hat. Das heißt, man sammelt gewisse Daten und packt sie zusammen in so einem Objekt. Man kapselt also die Daten. Und dadurch ist es viel ja, intuitiver für den Menschen, damit umzugehen dann, für den Programmierer. Denn das ist ja wie in der echten Welt, da sind wir auch umgeben von Objekten. Also zum Beispiel, wenn ihr in einen Raum reingeht und da seht ihr irgendwie so eine Tischplatte und irgendwie eine Bohrmaschine und Hammer und Nägel und irgendwelche Holzbalken oder so, dann habt ihr schon so ungefähr eine Ahnung, was hier in diesem Raum passiert. Ja, das ist irgendeine Werkstatt, da wird irgendwas gebaut. Weil ihr ja reingeht und ihr seht sofort alle Objekte, ja, und reimt euch dann halt zusammen, was ungefähr abgeht. Und bei prozeduralen Sprachen wird das nicht so funktionieren, da geht ihr in den Raum rein, der ist leer. Und dann quasi müsstet ihr eben anfangen, Zeile für Zeile das Programm zu lesen und dann entstehen so nach und nach, ja, entsteht so der komplette Raum. Ja. Aber ihr habt nicht einen Überblick. Und das ist eben bei objektorientierten Sprachen der Fall. Und es ist nun so, dass es jetzt in diesem Konzept auch einen Begriff gibt, der nennt sich Klasse. Und eine Klasse ist die Beschreibung oder die Definition eines solchen Objekts. Also quasi, ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Art Handbuch zu einem Produkt. Ja, da wird ja das Produkt, dieses Objekt beschrieben, wie schaut es aus, was kann man damit so machen und so weiter. So, und in Java als objektorientierte Sprache ist natürlich dieses Konzept der Klasse auch implementiert, und zwar unter dem gleichen Namen, eine Klasse. Also es gibt Java-Klassen. Und so eine Klasse wollen wir jetzt erstellen, denn wir wollen jetzt ein Objekt beschreiben, also designen. Wir machen einen Rechtsklick auf unseren Source-Ordner und sagen New Class. So, dann erscheint hier dieser Dialog und wir sollen jetzt hier einen Namen eingeben. Und naja, jetzt muss man sich halt überlegen, was für ein Objekt wollen wir denn beschreiben. So nennen wir dann auch die Klasse. Und ich nehme jetzt mal für unser Beispiel hier ein Auto. Das ist nämlich ein recht interessantes Objekt und wenn man will, kann man es auch sehr komplex machen. Jetzt machen wir hier noch eine Sache. Wir ändern hier diesen Modifier von Public auf Default. Was das genau ist, soll uns jetzt für den Moment nicht interessieren. Wir brauchen das nicht, dieses Public. Also der Rest passt auch. Und dann klicken wir einfach auf Finish. So, und jetzt sind ein paar Dinge passiert. Zum ersten Mal, wir sehen hier in unserem Source-Ordner wurde jetzt so ein Default-Package angelegt. Also es ist so, Java-Quellcode-Dateien lassen sich in Packages, in solchen Paketen, verwalten. Und bei Eclipse ist es jetzt so, wenn wir eine Datei erstellen und wir haben noch kein Paket festgelegt, also noch kein selber erstellt, dann bietet es uns automatisch so ein Default-Package an. Und da drin hat es jetzt eine Datei erstellt, auto.java. Diese Datei befindet sich jetzt also auch wirklich auf eurer Festplatte, in eurem Source-Ordner vom Projekt, im Workspace. .java ist also die Endung für Java-Quellcode-Dateien. Und diese Datei ist jetzt auch hier im Hauptbereich von Eclipse geöffnet. Und das ist der Inhalt. Das heißt, Eclipse hat uns hier jetzt auch schon Code generiert. Und da steht jetzt Class, Auto und eine geschweifte Klammer auf, eine geschweifte Klammer zu. So, Class ist ein sogenanntes Keyword. Das erkennt man daran, dass es so fett gedruckt ist und leicht lila.
Keywords sind Befehle für den Compiler. Das ist das Programm, das später diesen Quellcode übersetzt in Daten, die der Computer versteht. Im Moment ist es ja nur Text. Und dieses Keyword-Class ist eben der Befehl dafür, dass wir sagen, jetzt folgt eine Klasse. So, dahinter kommt der Klassenname. Den haben wir festgelegt im Dialog, haben wir Auto genannt. Und dann solche geschweiften Klammern eben. So ein paar von geschweiften Klammern ist ein Codeblock. Und der Codeblock jetzt an dieser Stelle im Speziellen nennt sich noch Klassenrumpf. So, und das ist quasi der Klasseninhalt. Ja, das heißt, hier definieren wir die Klasse und zwischen die geschweiften Klammern kommt jetzt der Inhalt. So, da Eclipse es jetzt automatisch gemacht hat, ist wichtig zu verstehen, das hier ist die Klasse, weil wir hier dieses Keyword Class haben und das hier ist einfach nur eine Quellcode-Datei. Ja, die beinhaltet jetzt die Klasse. Also es ist nicht so, dass Punkt Java jetzt irgendwie die Endung ist für Klassendateien, sondern es ist die Endung generell für Dateien, wo halt Java Quellcode drin steht. So, und so eine Klasse besteht jetzt üblicherweise aus drei Dingen, das heißt der Klassenrumpf. Und ich sage üblicherweise, weil man kann in Java Klassen nicht nur verwenden, um ein Objekt zu beschreiben, was wir jetzt hier machen, sondern auch ja, für andere Sachen. Das werden wir dann noch sehen, aber üblicherweise benutzen wir halt eine Klasse, um ein Objekt zu beschreiben, weil daher kommt es ja, wie gesagt, von der objektorientierten Programmierung, dieser Begriff Klasse für die Beschreibung eines Objekts. So, und diese Dinge, die man hier üblicherweise festlegt, sind jetzt zum einen Instanzvariablen, nennt man auch Attribute oder Member. Member ist mehr im Englischen ein geläufiger Begriff, Attribut mehr im Deutschen. Ich empfehle euch, benutzt einfach den Begriff Instanzvariable. Das ist nämlich in allen Sprachen ja das eindeutigste, sage ich mal. Also auf Englisch wäre es dann Instance Variable. Das beschreibt zwar alles das Gleiche, aber mit Instanzvariable, sage ich mal, ist es am klarsten, was ihr meint. So, solche Instanzvariablen bestimmen die Eigenschaften von einem Objekt. Das heißt, solche beschreibenden Daten jetzt in unserem Fall vom Auto, zum Beispiel die Leistung vom Auto, der Hersteller. Was für eine Farbe das Auto hat, wie viele Türen es hat und so weiter. Das zum einen. Was wir hier übrigens sehen, ist ein einzeiliger Kommentar. Den leitet man ein durch zwei Slashes. Und das bedeutet, alles, was jetzt hinter diesen Slashes in dieser Zeile steht, ist nichts, was der Compiler irgendwie als Befehl interpretiert oder so, sondern das ist einfach Text, den wir uns in den Code reinschreiben, für uns oder für andere Leute, einfach weil wir ihn kommentieren wollen. Okay? Leiten wir also ein mit zwei Slashes. So, die zweite Sache, die üblicherweise in so einem Klassenrumpf drinsteckt, das sind sogenannte Instanzmethoden. Und Instanzmethoden bestimmen die Interaktion mit dem Objekt. Das heißt, was kann man mit dem Objekt so machen? Oder was kann das Objekt vielleicht selber machen? Beispiel jetzt hier, den Motor zum Beispiel kann man anlassen, man kann Kofferraum öffnen oder die Seitentüren öffnen, Licht anmachen und solche Sachen. So, und als letztes sogenannte Konstruktoren. Darauf möchte ich an dieser Stelle noch nicht eingehen, weil da kann man nicht wirklich eine Parallele ziehen zu dieser Metapher mit dem Handbuch quasi. Das werden wir dann noch sehen, wenn es soweit ist. Jetzt möchte ich aber nochmal zurückkommen auf den Klassennamen. Also zum einen, es ist nicht Zufall, dass Eclipse uns jetzt eine Datei erstellt hat, die genauso heißt wie der Name der Klasse. Das ist so üblich, dass man das so macht. Es ist auch in manchen Fällen Pflicht. Dass also tatsächlich ja, die Datei, in der eine Klasse definiert wurde, genauso heißen muss wie der Name der Klasse hier bei der Definition. Und das ist auch case-sensitive. Das heißt, es spielt auch echt eine Rolle, ob ich die Buchstaben klein oder groß schreibe. So, abgesehen davon gibt es aber noch weitere Konventionen für diesen Namen, an die man sich halten sollte. Und zwar schreibt man so einen Klassennamen. In Capital Camel Case. Ich schreibe das mal auf. So sieht es aus. Und das bedeutet folgendes: Wenn ich Wörter habe, also einen Satz oder Wörter mit Teilwörtern, dann ziehe ich die zusammen, ja, und beginne jedes neue Wort mit einem großen Buchstaben. Also zum Beispiel, wenn ich so einen Satz habe wie heute scheint die Sonne, dann wird der in Capital Camel Case so aussehen. Okay, Capital Camel Case ist also einfach eine, ja, beschreibt, wie man etwas schreibt, wie man einen Namen schreibt.
Ja, und man hat ja also keine Leerzeilen jetzt dazwischen und auch keine Unterstriche, um die Wörter zu trennen, sondern man zieht sie halt zusammen und beginnt jedes neue Wort mit einem großen Buchstaben. Daher kommt der Begriff Camel Case, weil das quasi diese großen Buchstaben hier bei jedem neuen Teilwort wie so die Höcker von einem Kamel sind. Okay, und das ist die Namenskonvention, an die man sich halten sollte, wenn man Klassen entwirft und denen einen Namen zuteilt. Unsere Autoklasse hält sich daran, weil es ist nur ein Begriff, das heißt, hier gibt es nichts zum Zusammenziehen und wir beginnen den auch mit einem großen Buchstaben. Ist also alles in Ordnung. Das müsst ihr also ja, im Hinterkopf behalten, wenn ihr mal programmiert, vor allem auch ohne eine IDE, dass ihr euch erstens an diese Namenskonvention Capital Camel Case haltet, aber zweitens auch darauf achtet, dass wenn ihr eine Klasse definiert in einer Textdatei, dass ihr die dann auch abspeichert unter genau demselben Namen wie den Namen der Klasse. Cool. Zuletzt noch eine Sache, vergesst nicht zu speichern. Wenn ihr zwar Eclipse beenden wollt und ihr habt noch nicht gespeichert, macht ihr euch darauf aufmerksam. Allerdings, vor allem dann später, wenn man mehrere Dateien hat, man muss eine Datei immer speichern, damit die Änderungen wirksam werden. Und das erkennt man hier zum Beispiel in diesem kleinen Sternchen vor dem Namen, dass diese Datei hier jetzt Änderungen beinhaltet, die noch nicht gespeichert wurden. Und ihr habt hier oben die Knöpfe Save, Save All. Hier seht ihr, es gibt auch einen Shortcut dafür, Ctrl Shift und S. Das könnt ihr euch auch schon mal merken und auswendig lernen. Braucht man natürlich ziemlich häufig. Und wir speichern das Ganze. Zunächst einmal zum Begriff der Variablen allgemein. Also es ist so, wenn ein Programm ausgeführt wird im Computer, dann müssen ja irgendwo die Daten, die es intern verwaltet, abgespeichert werden. Und das wird im Hauptspeicher gemacht, im sogenannten RAM. Und Variablen sind nun dafür da, dass wir verschiedenen Bereichen in diesem Hauptspeicher einen Namen zuordnen, sodass wir als Programmierer gezielt auf die Daten zugreifen können. Also es ist, wenn ich dir zum Beispiel sage, hey, ich kenne ein super Restaurant und Punkt, ich sage weiter nichts, dann bringt dir das nichts, weil du wirst es nicht finden, du hast keinen Namen, keine Adresse und nichts. So ist es also auch mit den Variablen, die sind dafür da, dass wir dem Speicherbereich einen Namen geben und den können wir benutzen, um die Daten dann dort wiederzufinden. Und deswegen benutzt man halt für die Eigenschaften eines Objekts auch solche Instanzvariablen, um die Daten halt im Hauptspeicher irgendwo mit einem Namen abzuspeichern. So, in Java ist es nun außerdem so, Java ist streng typisiert. Das bedeutet, wenn man so eine Variable in Java anlegt, also einem Speicherbereich einen Namen verpasst, dann muss man zusätzlich noch angeben, was für eine Art von Daten jetzt in diesen Speicherbereich hineingespeichert werden können. Und das wird spezifiziert durch einen sogenannten Datentypen. Ich gebe euch jetzt einfach mal ein Beispiel von einer Instanzvariablen. Wir implementieren jetzt mal die Eigenschaft der Leistung für ein Auto. So sieht es aus. Also, das hier ist eine sogenannte Variablendeklaration. Das nennt man so. Wir deklarieren diese Instanzvariable. Und Int ist jetzt der Datentyp, von dem ich gerade geredet habe. Wir sehen, das ist auch ein Keyword. Den gibt es also in Java und das ist der Datentyp für ganze Zahlen. Das heißt, ich sage, diese Variable speichert nun ganze Zahlen. An diesem Speicherbereich im Hauptspeicher kann ich ganze Zahlen legen. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil das ist nicht so wie in Mathe, wo der Wertebereich unendlich ist. Im Computer ist nichts unendlich. Das heißt, der Wertebereich ist hier limitiert. Es soll uns im Moment egal sein, was genau der Wertebereich ist. Das ist eine ganz schön krumme Zahl. Das werden wir uns alles noch später ein bisschen genauer anschauen. Im Moment sei einfach gesagt, es ist ungefähr von minus 2 Milliarden bis ungefähr plus 2 Milliarden. Okay? In diesem Bereich können wir also Zahlen da reinspeichern. Und das reicht natürlich für unseren Anwendungsfall hier für ein Auto, denn ein Auto mit mehr als 2 Milliarden PS werden wir nicht brauchen. Ja, jetzt habe ich PS gesagt, das ist vielleicht eine Sache, die wir uns als Kommentar dahinter schreiben sollten, dass wir PS meinen. Denn es könnte ja auch Kilowatt sein und das ist ja relevant für uns, vielleicht wenn wir später noch damit irgendetwas machen, zum Beispiel berechnen, wie die Beschleunigung ist oder so, dafür brauchen wir ja die Leistung. Und dass wir das richtig ausrechnen können, müssen wir ja wissen, in welcher Einheit jetzt dieser Wert da abgespeichert ist. Also das spielt natürlich für die Implementation keine Rolle, aber ist für uns recht wichtig, deswegen schreiben wir das uns mal auf. So, nach dem Datentyp folgt nun der Name der Variablen und die Namenskonvention für Variablen ist Lowercase Camel Case. Das ist so ähnlich wie das Capital Case Camel Case,
Was man bei den Klassennamen verwendet, mit dem Unterschied, dass der erste Buchstabe ein kleiner Buchstabe ist. Aber nur der erste. Also es ist ansonsten nach wie vor Camel Case. Das heißt, weitere Teilwörter beginne ich mit einem großen Buchstaben. Wenn ich diese Variable zum Beispiel die Leistung nennen will, dann müsste ich hier schon das L groß machen. Ne? Nur halt der erste Buchstabe wird klein geschrieben. Lowercase, Camel Case. So an diese Konvention wollen wir uns auch halten. Und am Ende folgt ein Strichpunkt. Der schließt diese Deklaration ab. Strichpunkt werden wir noch sehr oft sehen. Das ist einfach dafür da, um dem Compiler zu sagen, wo eine Sache aufhört und eine neue anfängt. Okay, so deklariert man eine Instanzvariable. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Implementieren wir jetzt auch den Hersteller für ein Auto. Da wähle ich jetzt einen anderen Datentyp. Dann nehme ich den Datentyp String. Das ist kein Keyword, wie wir sehen. Macht nichts. Ist trotzdem ein Datentyp, den es in Java gibt. Und zwar der Datentyp für Zeichenketten. Das heißt Text. Ja. Und durch Text wird ja auch der Hersteller beschrieben. Die Variable nenne ich jetzt Hersteller, Strichpunkt. So, und damit haben wir jetzt gesagt, okay, diese Autoklasse hat diese beiden Instanzvariablen. Das bedeutet, Objekte dieser Klasse, also Autos, haben diese zwei Eigenschaften. Ein Auto hat eine Leistung, irgendeine Zahl ist es, und irgendein Text, irgendein Wort, was den Hersteller beschreibt. Okay, jetzt kann man im Zuge dieser Variablendeklaration auch noch eine sogenannte Zuweisung machen. Das heißt, wir können jetzt auch schon einen Wert reinspeichern in diese Variable. Und eine Zuweisung funktioniert mit dem Ist-Gleichzeichen. Und links von dem Ist-Gleichzeichen muss eine Variable stehen, in die man also etwas hineinspeichern will. Und rechts davon ein sogenanntes Literal. Das heißt einfach ein Wert. Da sage ich jetzt zum Beispiel 100. So, und man sollte das jetzt nicht so wie in, ja, man sollte es jetzt nicht als Gleichheit sehen wie in Mathe. Es ist zwar so gesehen eine Gleichheit, weil jetzt der Wert der variablen Leistung 100 ist, aber so sollte man es nicht lesen. Um es besser zu verstehen, sollte man es von rechts nach links lesen. Das heißt, wir haben die Zahl 100 und die speichern wir in diese variable Leistung hinein. Okay, das heißt, an dem Ort im Hauptspeicher liegen jetzt diese Daten, diese Zahl 100. So, bei der Zuweisung muss man aufpassen, den Wert hier, den man angibt, dieses Literal, muss vom Datentyp übereinstimmen mit dem deklarierten Datentyp. Ja, also das heißt eben streng typisiert. Was ich zum Beispiel nicht machen kann, ist hier unten String Hersteller gleich 100. Da kriegen wir einen Fehler, weil wir ja gesagt haben, die Variable Hersteller soll Text speichern und wir versuchen jetzt eine Zahl da drin abzuspeichern. Das geht also nicht, das gibt hier einen Fehler. Und wir brauchen jetzt also hier ein String Literal. Und String-Literale schreibt man in Anführungszeichen. Okay? Zum Beispiel sowas. Und nur damit das klar ist, ich kann zwar sowas schreiben, aber das ist jetzt nicht die Zahl 100, das ist der Text 100. Ja, also eine 1 gefolgt von einer 0, gefolgt von einer 0 als Zeichen, halt nicht als Zahlen. Also damit könnten wir jetzt auch nicht rechnen. Java interpretiert es jetzt als Text. Okay. Das soll uns erstmal genügen. Als Beispiel von Instanzvariablen. Ich schreibe es euch jetzt hier nochmal allgemein auf, wie man solche Instanzvariablen deklariert. Zunächst mal wählen wir einen Datentyp. Es gibt noch weitaus mehr Datentypen als nur Int und String, aber die werden wir später alle kennenlernen. Im Moment soll uns das mal reichen. Dahinter folgt ein Name, und zwar in Lowercase Camel Case bitte. Und optional in diesem Zuge auch noch gleich eine Zuweisung, mit der man dann eben gleich einen Wert hineinspeichert und am Ende Strichpunkt nicht vergessen. Das war's. Ich hatte ja schon gesagt, Instanzmethoden bestimmen die Interaktion mit einem Objekt, beziehungsweise auch die Fähigkeiten eines Objekts. Also was kann das Objekt so tun oder was kann man damit tun? Jetzt müssen wir uns was überlegen. Was kann man mit einem Auto tun? Naja, ein Beispiel ist, man kann es tunen. Ja, das ist recht interessant. Und das möchten wir jetzt mal implementieren als Instanzmethode. Und ich schreibe ich das jetzt erstmal auf. So sieht es aus. Da kommt jetzt einiges zusammen. Gehen wir es mal durch. Also, zuerst einmal, das Ganze hier ist eine sogenannte Methodendefinition. Das heißt, bei Methoden spricht man nicht von Deklaration wie bei Variablen, sondern von einer Definition. Und damit haben wir einfach gesagt, Autos lassen sich tunen. Ja, man kann diese Methode später aufrufen auf einem Autoobjekt, also man kann die Methode auf das Objekt anwenden. Wie genau das funktioniert und was das heißt, sehen wir dann noch. Ihr könnt euch Methoden vorstellen, so ein bisschen wie in Mathe Funktionen. Also zum Beispiel
gibt es ja in Mathe diese bekannte Funktion f von x. Ja, f von x ist gleich x Quadrat zum Beispiel. Und f ist der Name der Funktion in dem Fall, die heißt halt in Mathe üblicherweise so. Der Name ist jetzt in unserem Fall hier bei der Instanzmethode das hier, tunen. Die Namenskonvention für Methoden ist dieselbe wie für Variablen, das heißt Lowercase, Camel Case. So, in diesen Klammern hier kann man eine Parameterliste angeben. Das heißt, man kann der Methode beim Aufruf Parameter übergeben, das ist auch so wie in Mathe, f von x, ja, f Klammer auf, x Klammer zu. Genauso könnten wir hier quasi ein x reinstecken und es dann verwenden in der Funktion, in dieser Methode. So, zu dem Void hier jetzt. Wir sehen, das ist ein Keyword. Was hier vor den Namen einer Methode angegeben wird, ist der sogenannte Rückgabedatentyp. Das heißt, eine Methode kann etwas zurückgeben. So wie in Mathe wieder f von x gibt das zurück, was man in Mathe üblicherweise als y bezeichnet. Ja, man sagt ja, f von x ist gleich irgendwas, x Quadrat. Und dann sagt man zum Beispiel y gleich f von 2 oder sowas. Ja, und dann hat man halt in y 4. Also so kann auch eine Methode in Java etwas zurückgeben. Void ist der spezielle Fall, dass sie nichts zurückgibt. Wenn man etwas zurückgeben will, dann muss man hier also den Datentyp angeben von dem Wert, den man zurückgibt. Also zum Beispiel hier sowas wie Int oder String kann man hier hinschreiben. Und Void heißt eben, die gibt nichts zurück und das braucht man jetzt auch noch nicht. Wir werden später noch Methoden kennenlernen, die etwas zurückgeben. Aber für uns ist Void erstmal ausreichend. So, und das hier ist jetzt wieder ein Codeblock, wie wir wissen. Und das ist jetzt der Methodenrumpf. Ja, genauso wie der Codeblock hier der Klassenrumpf ist, ist das halt hier zwischen diesen geschweiften Klammern der Methodenrumpf. Und hier kommt jetzt also die Logik rein. Das heißt, hier müssen wir jetzt programmieren, was diese Methode macht. So, und was sollte sie machen? Naja, sie heißt tunen. Es wäre sinnvoll, wenn sie irgendwie die Leistung verändert von dem Auto. Ja, es ist so, wir haben in Methoden Zugriff auf Instanzvariablen hier. In Instanzmethoden haben wir Zugriff auf Instanzvariablen. Das heißt, wir können diese Variable Leistung hier verwenden. Und wir könnten jetzt hier eine Zuweisung wieder machen und sagen, Leistung ist gleich, und jetzt zum Beispiel 150. Stichpunkt, weil eine Zuweisung an sich auch schon eine Anweisung ist. So, wenn man jetzt diese Methode aufruft, dann verändern wir also den Inhalt dieser Variablen von 100 auf 150. Das Problem ist, dass wir jetzt ja einen festen Wert hineinspeichern. Und die Leistung von einem Auto ist nur anfangs 100, wie wir hier spezifiziert haben. Und wenn man es jetzt tunt, dann ist es 150. Aber was ist, wenn man es dann nochmal tunen will? Dann bleibt es auf 150. Ja, weil wir hier einen statischen Wert angeben. Das heißt, so richtig funktionieren tut die Methode noch nicht. Also sie tut nicht das, was sie tun sollte. Sie tunt halt nur einmal. Und dann, ja, wenn man sie öfters anwendet, passiert halt nichts mehr am Wert. Der bleibt gleich, 150. Und die Lösung ist jetzt ganz einfach, dass wir sagen, Leistung ist gleich Leistung plus, und jetzt sagen wir 50. So, also erstmal, das ist die Addition, das Pluszeichen. Okay, die Addition von ganzen Zahlen. Und es funktioniert also, dass man bei einer Zuweisung in einer Variablen die Variable selber benutzt. Und ich hatte ja schon gesagt, man sollte so eine Zuweisung von rechts nach links lesen. Und das machen wir jetzt hier auch. Und das wäre dann, wir haben die Zahl 50. Plus, da addieren wir jetzt etwas dazu und jetzt steht hier eine Variable. Und wenn kein Literal dasteht, sondern eine Variable, dann wird halt der Wert der Variablen aufgelöst. Das heißt, es wird halt geguckt, was steckt in der Variablen drin. Ja? In unserem Fall 100. So, dann haben wir halt 50 plus 100. Es wird addiert, da kommt 150 raus. So, und dann speichern wir das da rein. Das heißt, wir haben das jetzt überschrieben. So, und jetzt können wir aber die Methode nochmal aufrufen. Und dann haben wir 50. Plus, dann wird geguckt, was ist drin. Da ist jetzt 150 drin. Ja. Und wird zugewiesen, ist 200 und so weiter. Ja, jetzt funktioniert die Methode also richtig. Das heißt, in dieser Zeile hier, in dieser Anweisung, steckt hier quasi immer der aktuelle Wert drin. Und dann, wenn diese Zuweisung gemacht wurde, steckt hier sozusagen der neue Wert drin. Auch wenn diese drei Variablen hier alle dasselbe beschreiben, ja, aber nachdem diese Zeile ausgeführt wurde, wurde also der Wert einfach um 50 erhöht, weil wir uns bei der Zuweisung auf den aktuellen Wert beziehen. Ja, sowas geht. So, jetzt könnten wir die Methode noch ein bisschen optimieren. Und zwar eine Frage, was ist denn, wenn wir jetzt wollen, dass wir ein Auto irgendwie um 200 PS tunen können?
Im Moment müssten wir viermal diese Methode dann anwenden auf das Auto, ja, um viermal um 50 PS zu erhöhen, gleich 200. Ja, aber das ist ja ein bisschen umständlich. Wir könnten jetzt natürlich auch hier 200 machen, dann verlieren wir aber die Option, es um 50 zu erhöhen. Ja. Was ist, wenn wir beide Optionen haben wollen? Also eine Lösung wäre, wir schreiben eine neue Methode. Die sieht genauso aus, nur die nennen wir dann zum Beispiel Tunen 2 oder sowas. Ja, das ist aber nicht so der elegante Weg, denn naja, wenn uns dann noch kommt, ja, dann wollen wir es noch um 75 tunen, um 85 und sonst was, dann fangen wir an, 100 Methoden hier zu schreiben. Und das ist, ja, es gibt einen Weg, das leichter zu machen, und zwar eben, indem man diese Parameterliste hier verwendet. Und wie gesagt, wir können hier wie in Mathe einen Wert übergeben, und was man dann in diese runden Klammern reinschreibt, ist eine Variable. Das heißt, wir müssen hier eine Variable anlegen, und wir wissen, das ist ein Paar aus einem Datentyp und einem Namen. Und da sage ich jetzt mal int tune Wert, okay, lowercase camel case, deswegen großes W. So, und das heißt jetzt, diese Methode erwartet beim Aufruf eine Zahl, und diese Zahl ist abgespeichert in dieser Variablen tune Wert hier. Und diese Variable tune Wert können wir nun im Methodenrumpf benutzen. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, statt Leistung gleich Leistung plus 50, Leistung gleich Leistung plus Tune wird. Okay, und an dieser Stelle wird halt wieder einfach geguckt, was steckt in dieser Variablen drin, und der Wert wird rausgeholt. Und jetzt können wir diese Methode aufrufen und ihr halt beim Aufruf einen beliebigen Wert mitgeben vom Typ int, also eine Zahl. Und was auch immer wir da mitgeben, genau um diesen Wert wird die Leistung halt jetzt erhöht. So, man kann jetzt auch mehrere Parameter übergeben, die trennt man einfach durch Komma. Ja, ich könnte zum Beispiel noch eine zweite Zahl übergeben. Und die müssen auch vom Datentyp nicht alle übereinstimmen. Ich könnte auch noch irgendeine Variable von Typ String übergeben, die ich jetzt Text nenne und so weiter. Da kann man theoretisch unendlich viele Parameter spezifizieren. Okay, die trennen einfach durch Komma. Was wichtig ist, diese Variablen hier, die wir übergeben in der Parameterliste, sind keine Instanzvariablen. Okay, das sind sogenannte lokale Variablen. Merkt euch aber erstmal einfach so, das hier sind keine Instanzvariablen, nur das hier sind Instanzvariablen. Und halt hier natürlich, wenn wir sie benutzen. Gut, jetzt schreibe ich euch das nochmal allgemein hin, wie man so eine Instanzmethode definiert. Zuerst einmal hat man den Rückgabedatentyp, beziehungsweise das spezielle Keyword void, falls wir nichts zurückgeben wollen, so wie in diesem Beispiel. Dann hat man einen Namen, wie bei Variablen in Lowercase Camel Case. Dann hat man runde Klammern. Die sind Pflicht, auch wenn sie leer sind, man muss sie trotzdem hinschreiben. Aber man kann jetzt optional in die runden Klammern eine Parameterliste übergeben. So schließen wir das mal, dieses Outline hier. Das braucht man gerade nicht. Da klicken wir aufs Tab, dann haben wir hier mehr Platz. So, und hinter die Parameterliste kommt also so ein Codeblock. Und das ist halt der Methodenrumpf. Das heißt, da implementieren wir die Logik der Methode, das, was sie tut. Okay? Das soll uns als Beispiel erstmal genügen. Und damit können wir ein Auto jetzt also um einen beliebigen Wert tunen. So, wir wenden uns jetzt dem für uns vorerst letzten Bestandteil dieser Klasse zu, den sogenannten Konstruktoren. So, also was ist damit gemeint? Wie man sich denken kann, kommt der Name von konstruieren. Das heißt, hier wird irgendwas konstruiert, irgendwas gebaut. Und zwar Objekte dieser Klasse. Also das ist wichtig zu verstehen. Was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben ja eine Klasse geschrieben und wir wissen, eine Klasse ist nur eine Beschreibung von einem Objekt. Wir haben noch keins. Okay, wir haben noch kein Auto. Das ist so, wie wenn ich dir eine Broschüre über ein Auto in die Hand drücke, dann hast du nur die Beschreibung über das Auto, aber nicht das Auto selber. Und Konstruktoren sind nun genau dafür zuständig, um tatsächlich Objekte anhand dieser Klasse, das heißt dieser Beschreibung, zu erstellen. Und ich schreibe euch jetzt einfach mal den primitivsten Konstruktor auf, den es gibt. Und der sieht wie folgt aus. So. Also Konstruktoren sind Methoden sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass der Name nicht beliebig ist, sondern der Name muss genau übereinstimmen mit dem Namen der Klasse. Ja? Den schreibt man einfach ab. So, und dann ansonsten aber sind diese runden Klammern hier wieder für eine eventuelle Parameterliste gedacht. Und das ist jetzt halt wieder der Konstruktorrumpf. Und man kann jetzt einen Konstruktor also auch so aufrufen wie Methoden, wie gesagt, das werden wir noch sehen.
Und im Rumpf wird halt jetzt die Logik implementiert vom Konstruktor. So, was macht so ein Konstruktor jetzt, wenn man ihn aufruft? Ein Konstruktor stößt die Initialisierung eines Objekts an, also das Erstellen eines Objekts. Ich sage es jetzt nur mal grob, es werden alle Informationen, die jetzt halt in dieser Klasse spezifiziert sind, das heißt die ganzen Instanzvariablen und die Instanzmethoden, so zusammengepackt intern und in ein Objekt abgespeichert, irgendwo im Hauptspeicher. Und der Konstruktor gibt dieses Objekt implizit auch zurück. Ja, also das ist jetzt nicht so wie bei Methoden, dass man jetzt irgendwie so einen Rückgabedatentyp hinschreibt oder Void. Man schreibt einfach gar nichts hin. Das ist ja, festgelegt, das ist automatisch so, dass der Konstruktor das Objekt, wenn er es zusammengebaut hat, zurückliefert. Im Moment würde also, wenn wir den Konstruktor aufrufen, ein Objekt zurückgeliefert werden. Ja, ein Auto, dessen Hersteller BMW ist und dessen Leistung 100 ist. Ja, und dann könnten wir es tunen, wenn wir wollten. Okay. Jetzt kann zusätzlich halt ein Konstruktor weitere Dinge tun. Man kann hier also noch zusätzlichen Code hineinschreiben und man kann eben wie bei Methoden die Parameterliste verwenden. Das ändern wir auch gleich. Vorab aber eine Info. Es gibt einen Konstruktor, der quasi genauso aussieht, also einfach mit einem leeren Rumpf, schon automatisch in jeder Klasse. Das ist dann der sogenannte Default-Konstruktor. Und den gibt es, wenn man keinen Konstruktor hinschreibt. Ja, das heißt, so. Und er tut genau das, was ich gerade gesagt habe, eben, dass er die ganzen Informationen hier zusammenpackt. Das heißt, im Moment würde es überhaupt keinen Unterschied machen, ob wir diesen Konstruktor hinschreiben oder nicht. Denn wenn wir es nicht tun, gibt es ihn auch. Es ist nur so, dass wenn man ihn selber hinschreibt, dann nennt man ihn nicht mehr Default-Konstruktor. Okay, der Default-Konstruktor sieht zwar quasi auch so aus, wenn man ihn aufschreiben würde, und er tut dasselbe wie dieser jetzt, aber es ist halt einfach eine Sache der Terminologie. Das nennt man jetzt nicht mehr Default-Konstruktor. Und sobald man einen eigenen Konstruktor schreibt, gibt es diesen Default-Konstruktor auch nicht mehr. Auch wenn die jetzt in diesem Fall das Gleiche tun. Okay, das muss man also wissen. Man kann auch ein Objekt erstellen, ohne dass man Konstruktor definiert. So, allerdings tut man das in den allermeisten Fällen, denn es gibt ein Problem mit diesem Default-Konstruktor. Und zwar, er ist sehr undynamisch, denn im Moment können wir nur Autos erstellen, die vom Hersteller her BMW sind und anfangs 100 PS haben. Ja. Was ist nun, wenn wir jetzt auch zum Beispiel Audis erstellen wollen? Oder vielleicht ein BMW, der gleich schon mit 400 PS quasi aus dieser Fabrik rauskommt, wenn er konstruiert wird, ja, ohne dass wir ihn tunen müssen. Und das ist jetzt eine ähnliche Problemstellung wie hier, die wir hatten bei der Methode, bevor wir hier also diesen Parameter übergeben haben. Da war sie auch sehr undynamisch. Beim Konstruktor ist es noch ein größeres Problem, weil es ist so, man kann zwar verschiedene Konstruktoren definieren, also mehrere, aber nur unter gewissen Bedingungen. Und das geht jetzt zu weit, das ist uns jetzt auch zu kompliziert. Die einzige Lösung, die wir jetzt hätten, ist, dass wir eine neue Klasse schreiben. Die nennen wir dann zum Beispiel Auto 2 und die benennen wir um in Auto 1 oder sowas. Und bei der neuen Klasse ändern wir also dann hier diese Werte. Ja, und wenn wir dann den Konstruktor der Klasse Auto 1 aufrufen, haben wir einen BMW mit 100 PS und in der Auto 2-Klasse sagen wir hier halt dann Audi 200 PS oder sowas. Das ist aber sehr aufwendig und auch doof, so macht man es nicht. Und man benutzt hier jetzt also wieder diese Parameterliste, um quasi Kundenwünsche sozusagen in dieser Fabrik entgegenzunehmen, ja, dass wir beeinflussen können, wenn wir ein Auto erstellen, ja, wie die Eigenschaften denn anfangs aussehen, ja, was für Werte diese Eigenschaften haben. So, und dann kann ich hier jetzt also sagen, ich lege hier wieder so eine lokale Variable an, ja. Int die Leistung nenne ich mal und String der Hersteller. So, und jetzt sind halt wieder diese Variablen hier aus der Parameterliste in diesem Konstruktorum verfügbar und wir wissen, Instanzvariablen sind auch in Instanzmethoden verfügbar und die sind auch verfügbar in den Konstruktoren, im Konstruktorrumpf. Das heißt, wir können hier unsere Instanzvariable benutzen, Leistung zum Beispiel. Wir können jetzt hier auch wieder eine Zuweisung machen und dann sagen wir jetzt die Leistung. Okay, und Hersteller gleich der Hersteller. Das heißt, dass wir jetzt sagen, wenn wir ein Auto erstellen, dann übergeben wir eine Zahl und einen Text und mit diesen Werten werden jetzt diese Eigenschaften, diese Instanzvariablen initialisiert. Okay, die werden ihnen dann zugewiesen. Und jetzt sind wir also wieder dynamisch. Jetzt können wir wieder sagen, okay,
Was weiß ich, machen wir ein neues Auto mit 80 PS BMW, 100 PS BMW, 120 PS Audi, whatever. Okay? Und wir speichern das also ab in unseren Instanzvariablen. So, jetzt eine Frage. Wir weisen jetzt hier unten etwas zu und wir weisen hier oben etwas zu. Was kommt denn jetzt eigentlich bei raus? Also, wenn wir zum Beispiel einen Konstruktor aufrufen mit 200 PS und Audi, kommt dann Audi mit 200 PS raus oder ein BMW mit 100? Und um das zu verstehen, muss man also sich genauer anschauen, wie diese Instanzinitialisierung, die der Konstruktor anstößt, vonstatten geht. Jetzt schreibe ich euch hier auch nochmal auf, wie man allgemein so einen Konstruktor definiert. Zuerst einmal schaltet man einfach den Klassennamen ab. Und dann hat man also wieder diese runden Klammern, in die man also optional Parameter übergeben kann. Und dann haben wir also wieder den Rumpf. Das heißt, die Logik, die der Konstruktor macht. Und es ist halt eben so, dass auch wenn der Rumpf leer ist, gewisse Dinge geschehen. Wie gesagt, diese ganzen Variablen, diese Infos werden zusammengepackt in ein Objekt. So, wir möchten uns mal anschauen, was genau bei dieser Instanzinitialisierung passiert. Ich hatte ja schon gesagt, sie wird angestoßen, wenn man den Konstruktor aufruft. Das heißt, man befindet sich dann zu diesem Zeitpunkt hier, jetzt, wo der Cursor ist, also am Anfang des Konstruktorrumpfes. Und diese Instanzinitialisierung läuft nun in vier Schritten ab. Den ersten Schritt möchte ich an dieser Stelle gleich mal überspringen. Das können wir noch nicht verstehen mit unserem bisherigen Wissen. Das ist aber nicht schlimm, denn es ist nicht wichtig, den ersten Schritt zu verstehen, um die restlichen Schritte verstehen zu können. Jetzt überspringen wir es erstmal, ist nicht wichtig. Wir beginnen direkt mit Schritt 2. Und im zweiten Schritt passiert nun Folgendes. Der Klassenrumpf wird durchsucht nach Instanzvariablen-Deklarationen. Und zwar von oben nach unten, Zeile für Zeile. Sprich, er guckt sich also jede Zeile an und schaut nach, ob das eine Instanzvariablen-Deklaration ist. Und wenn er so eine findet, so wie hier, dann legt er diese Variable an. Das bedeutet, er reserviert also im Hauptspeicher Speicherbereich dafür und gibt ihm also diesen Namen, in diesem Fall Leistung. Diese Zuweisung passiert noch nicht, das heißt, der Speicherbereich, diese Variable wird nur angelegt, da wird noch nichts drin abgespeichert. Und das macht er also Zeile für Zeile durch. In diesem Fall wird er also diese Instanzvariablen-Deklaration finden und dann entsprechend hierfür also auch einen Speicherbereich reservieren. Wie groß dieser Speicherbereich ist, hängt übrigens ab vom Datentyp der Variablen. Also unterschiedliche Datentypen belegen unterschiedlich viel Speicher im Hauptspeicher. Das ist uns jetzt auch mal egal, das werden wir klären, wenn wir uns dann diese Datentypen mal genau anschauen und auch gucken, was es denn eigentlich noch so alles gibt neben Int und String. Er legt die Variablen also erstmal nur an und speichert keinen Wert hinein. So, in diesem Fall wäre jetzt also dieser Schritt auch schon zu Ende, weil es folgen ja keine Instanzvariablen-Deklarationen mehr. Dann beginnt der dritte Schritt. Wir befinden uns noch immer hier. Beziehungsweise er springt also hierhin zurück, nachdem er die Klasse durchsucht hat. Und im dritten Schritt fängt er jetzt wieder an, den kompletten Rumpf durchzugehen, von oben nach unten. Und was er jetzt macht, ist, immer wenn er auf eine Instanzvariable stößt, auf eine Instanzvariablen-Deklaration, dann führt er diese Zuweisung jetzt aus in diesem dritten Schritt. Ja, das heißt, er speichert jetzt hier diesen Wert 100 in die Variable Leistung. Und wichtig, wir wissen, diese Zuweisung ist optional. Selbst wenn man hier aber keine Zuweisung macht, wird intern trotzdem etwas zugewiesen. Und zwar in so einem Fall dann ein sogenannter Default-Wert. Das heißt also ein Wert, der standardmäßig Instanzvariablen bei ihrer Deklaration im Zuge dieser Initialisierung zugewiesen wird, wenn man hier an dieser Stelle also keine explizite Zuweisung gemacht hat. Und der ist von Datentyp zu Datentyp unterschiedlich. Im Falle von Int ist es die Zahl 0. Das heißt, wenn wir das jetzt so stehen lassen würden, dann würde er jetzt also die 0 hineinspeichern. Das lassen wir auch mal so. So, hier wieder dasselbe. Jetzt würde er halt BMW hineinspeichern, diesen Text, diesen String. Wenn wir das weglassen, dann speichert er auch hier den Default-Wert hinein. Bei String ist das jetzt nicht 0, sondern etwas, das nennt sich Null. Ich schreibe euch das kurz auf. Das sieht also nur so aus wie 0, aber das ist Englisch, bedeutet also nicht 0, sondern Null. Und wir sehen, das ist auch ein Keyword. Im Moment ist einfach gesagt, das ist quasi nichts. Also er speichert in dem Fall zwar dieses Null hinein, aber man kann sich dieses Null vorstellen wie nichts. Okay? Das lassen wir auch erstmal so.
Gut. In diesem dritten Schritt passiert jetzt theoretisch noch etwas. Also in unserem Fall hier mit der Autoklasse wäre er jetzt auch schon durch damit. Allerdings muss das nicht sein. Es kann auch sein, dass er noch etwas macht. Und zwar werden in diesem dritten Schritt auch sogenannte Initialisierungsblöcke ausgeführt, wenn es denn welche gibt im Klassenrumpf. Und ein Initialisierungsblock ist einfach ein Codeblock im Klassenrumpf. Also zum Beispiel so. Ja, wir wissen, so ein paar ausgeschweiften Klammern nennt man Codeblock. Und wenn nun ein Codeblock im Klassenrumpf drinsteht, dann nennt man ihn Initialisierungsblock. Vorsicht, man kann solche Codeblöcke zum Beispiel auch in Methoden- oder Konstruktorrümpfen schreiben. Das ist dann aber kein Initialisierungsblock, da er sich ja nicht im Klassenrumpf direkt befindet, sondern im Methodenrumpf in diesem Fall, das heißt quasi eine Ebene tiefer. Das nennt man dann nicht Initialisierungsblock. Okay? Und das hat dann auch nichts mit der Instanz Initialisierung zu tun. So ein Block an dieser Stelle wäre ein Initialisierungsblock. Und in so einen Initialisierungsblock kann man nun allerhand Code hineinschreiben. Zum Beispiel, wir könnten hier jetzt auch eine Zuweisung machen. Das heißt, Instanzvariablen sind in solchen Init-Blöcken also auch verfügbar. Und man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Also man kann auch mehrere solche Blöcke erstellen. Man muss dann mit der Reihenfolge ein bisschen aufpassen, weil diese Blöcke werden eben im dritten Schritt ausgeführt, zusammen mit dieser Zuweisung zu den Instanzvariablen. Ja, und zwar eben Zeile für Zeile. Das heißt, es spielt eine Rolle, ja, in welcher Reihenfolge ich das hier alles aufschreibe. Was ich zum Beispiel auch machen könnte, ist, dass ich diesen Block hier hinschreibe. Das geht, auch wenn jetzt diese Variable hier erst später im Code deklariert wird, aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns hier im dritten Schritt. Und im zweiten Schritt wurde die Variable ja schon angelegt. Das heißt, sie ist an dieser Stelle im dritten Schritt schon bekannt und wir können etwas hineinspeichern. Vorsicht, was jetzt aber nicht gehen würde, wäre jetzt sowas. Hier bringt er jetzt einen Fehler, warum? Weil an dieser Stelle greifen wir ja darauf zu, das heißt, wir fragen den Wert ab. Wir wissen ja, wenn wir eine Variable so hinschreiben, dann holt er ja den Wert raus. Das Problem ist, sie hat ja noch keinen Wert, ja? Denn erst im dritten Schritt wird ja ein Wert zugewiesen und das passiert ja dann hier unten, wo ja der Default-Wert jetzt in diesem Beispiel zugewiesen werden würde. Und da sind wir ja aber noch nicht. Ja, deswegen gibt es hier einen Fehler. Er kann nicht darauf zugreifen, weil es steckt noch nichts drin. Also noch nicht mal dieser Default-Wert 0. Das geht also nicht. Hier würde es allerdings gehen. Warum? Weil wenn wir hier ankommen im dritten Schritt, wurde ja vorher schon hier der Default-Wert 0 zugewiesen. Und dann kann er also darauf zugreifen und das wäre halt dann 50 plus 0 ist 50. So, wofür sind jetzt solche Blöcke eigentlich gut? Also man benutzt sie nicht für solche simplen Zuweisungen, wie wir es jetzt gemacht haben. Macht ja keinen Sinn, weil das, was wir gerade gemacht haben, könnten wir ja auch so machen. Das ist ja viel leichter und auch weniger zu schreiben. Solche Initialisierungsblöcke benutzt man für komplexere Berechnungen oder Überprüfungen, die man machen möchte, wenn eine Instanz erstellt wird in dieser Instanzinitialisierung. Es kann ja sein, dass man da alles Mögliche berechnen will. Man kann hier halt ja alles Mögliche an Befehlen hineinschreiben. Ich meine, wir kennen jetzt im Moment eigentlich nur eine Zuweisung als Befehl. Und das war's, aber theoretisch kann man da alles Mögliche hineinschreiben. Und das geht also einfach so im Klassenrumpf nicht. Ja, ich kann hier direkt im Klassenrumpf nur solche Instanzvariablen deklarieren und halt eventuell noch eine einmalige Zuweisung machen, aber ich kann ansonsten jetzt keine komplexeren Befehle ausführen. Und sowas geht also in solchen Initialisierungsblöcken. Okay, wir brauchen das jetzt im Moment aber nicht. Die sieht man auch gar nicht so häufig, diese Initialisierungsblöcke. Wir nehmen das mal wieder raus. Eine Anmerkung noch, wenn man ganz korrekt sein will, dann nennt man diese Initialisierungsblöcke auch nicht statische Initialisierungsblöcke. Es gibt nämlich auch statische Initialisierungsblöcke, die sehen dann ein bisschen anders aus. Die werden wir auch demnächst kennenlernen. Normalerweise, wenn jemand von einem Initialisierungsblock redet, dann meint er eigentlich das, was wir gerade gesehen haben, also solche nicht statischen. Aber wenn man ganz korrekt sein will, dann sollte man es dazu sagen, dass es also ein nicht statischer ist, den man hier meint. So, das passiert also im dritten Schritt. Ja, Zuweisungen werden gemacht, entweder ein Default-Wert oder ja, eine explizite Zuweisung, die hier gemacht wird. Das sollte ich vielleicht auch noch sagen.
Wenn man in so einem Initialisierungsblock eine Zuweisung gemacht hat und der kommt dann hier unten an und hier haben wir keine explizite Zuweisung, dann speichert er nicht den Default-Wert rein. Also den Default-Wert speichert er wirklich nur rein, wenn da noch nichts drinsteckt, wenn er da ankommt. Ja, er überschreibt jetzt in diesem Fall nicht die 50 mit dem Default-Wert 0. Das wird er nur machen, wenn wir also vorher nichts zugewiesen haben. Was er aber machen würde, ist, er würde es überschreiben mit einer expliziten Zuweisung. Also in diesem Fall wird er die 50 jetzt überschreiben mit 200. Okay? Das ist alles ein bisschen so ja, kompliziert. Aber wie gesagt, sowas macht man ja im Normalfall auch nicht, dass man irgendwelche Zuweisungen macht, weil man sie auch direkt hier machen kann. Deswegen hat man solche Probleme auch meist nicht, dass man sich darüber den Kopf zerbrechen muss. Okay, jetzt nun zum vierten Schritt. Und im vierten Schritt wird jetzt tatsächlich der Konstruktorrumpf ausgeführt. Das heißt, der Code, der hier drin steht. Ja, das passiert also als letztes. So, das beantwortet also auch die Frage, was eigentlich ist, wenn wir hier unten Zuweisungen machen zu den Instanzvariablen und hier oben. Was bei rauskommt, sind also dann die Werte, die hier unten reingespeichert wurden. Weil im dritten Schritt diese Werte, die man hier oben eventuell zuweist, hineingespeichert werden und im vierten dann aber diese, das heißt, die da oben werden überschrieben. Es macht also auch keinen Sinn, die dann oben hinzuschreiben, wenn wir hier unten auch eine Zuweisung machen. Und wenn man halt nirgendwo etwas zuweist, ja, also wenn wir jetzt quasi diesen Konstruktor komplett löschen würden, dann wissen wir, wir haben den Default-Konstruktor. Und der sieht ja so aus, dass er einfach einen leeren Rumpf hat. Das heißt, im vierten Schritt wird halt nichts mehr passieren, weil der Rumpf leer ist. In dem Fall hätten jetzt die Instanzvariablen also die Default-Werte. Ja, wir haben jetzt also als Leistung die 0 und als String dieses Nichts, dieses komische Null. So, jetzt noch ein paar Design-Tipps, wie man das am besten machen sollte. Ob man jetzt hier unten Zuweisungen macht, hier oben oder hier unten. Es ist so, generell weist man hier oben etwas zu, wenn man damit aussagen möchte, dass das also ein fixer Wert ist, der für alle Objekte bei der Initialisierung gleich sein soll. Ja, das heißt etwas, das man sich auch nicht aussuchen kann, sprich etwas, für das es dann hier keinen Parameter im Konstruktor gibt und für das wir dann hier unten noch eine Zuweisung machen. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, okay, wir wollen zum Beispiel eine BMW-Fabrik bleiben, sozusagen. Ja, also unsere Autos sollen nur BMWs sein. Wir wollen nur, dass man die Anfangsleistung bestimmen kann. Dann machen wir also den Parameter und diese Zuweisung hier weg und weisen also hier dann BMW zu. Ja, wir könnten natürlich auch hier unten, auch wenn wir keinen Parameter haben, BMW zuweisen statisch und es hier oben weglassen. Aber ja, man sollte es einfach andersrum machen, denn wenn man oben etwas zuweist, dann betont es noch ein bisschen mehr diese Absicht, mit der man sagt, okay, ich will das also wirklich fix hier so haben und es wird auch nichts sein, was dann später im Konstruktor vielleicht wieder überschrieben wird oder so. Und im Konstruktor macht man also dann Zuweisungen, die man also durch einen Parameter verlangt. Ich mache das alles mal wieder rückgängig, denn wir wollen ja, dass man sich die Leistung und den Hersteller aussuchen kann. Und noch etwas, selbst wenn man mit Default-Werten zufrieden ist, also sagen wir mal, wir wollen nur den Hersteller dynamisch schalten und die Leistung soll jedes Mal gleich sein am Anfang. Und wir wollen sogar, dass die 0 ist, dieser Default-Wert. In so einem Fall sollte man es trotzdem hier zuweisen. Es macht zwar keinen Unterschied, aber das ist wieder einfach ja, eine Sache der Leserlichkeit, sage ich mal. Es betont halt wieder, dass ihr hier euch bewusst seid darüber, dass dieser Default-Wert drin abgespeichert wird. Wenn ihr das weglasst, wäre es zwar dasselbe, wird auch eine 0 drin landen, aber dann könnte man meinen, ihr habt das vielleicht vergessen und wolltet das eigentlich gar nicht so designen. Okay, das nur so als ja, Tipps, wie man es eigentlich so macht dann in der Praxis. So, da wir ja wollen, dass wir uns die Leistung und den Hersteller auswählen, machen wir hier oben also keine Zuweisungen und benutzen hier unten für beide Instanzwerte einen Parameter, anhand deren wir dann diese Zuweisungen hier machen. So, jetzt zu den Methoden und den Konstruktoren. Wenn man genau sein will, dann ja, sind die Methoden und Konstruktoren nicht wirklich Teil der Instanzinitialisierung. Es geht aber auf jeden Fall zu weit, jetzt hier zu klären, wann und wie genau solche Methoden und Konstruktoren registriert werden. Das passiert in Java intern, das ist ziemlich komplex.
Das ist für uns als Programmierer auch überhaupt nicht relevant. Also wir müssen das nicht wissen. Wir wissen, sie sind halt da. Das Einzige, was man wirklich verstehen muss, ist also hier diese Reihenfolge der Zuweisung der Instanzvariablen und dieser Initialisierungsblöcke. Ja. Gut, das speichern wir mal. Jetzt ist unsere Klasse eigentlich soweit fertig. Wir lassen es jetzt mal so. Was wir jetzt mal endlich machen wollen, ist ein Programm schreiben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was haben wir denn eigentlich bisher gemacht, dann muss ich das nochmal betonen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass was wir hier machen, ist, wir schreiben eine Klasse und eine Klasse ist eine Beschreibung eines Objekts und sie ist aber noch kein Objekt. Okay, und dafür ist der Konstruktor zuständig, um ein Objekt zu erzeugen. Wenn man ihn aufruft, das habe ich ja jetzt schon auch öfters verwendet, dieses Wort aufrufen. Und das wiederum kann man tun in einem Programm. Das heißt, wir haben hier nicht ein Objekt und erst recht kein Programm. Ja, und das wollen wir jetzt also mal machen. So, wie versprochen, schreiben wir jetzt hier in diesem Video unser erstes Java-Programm. Wir wissen ja im Moment nur eine Klasse. Also, ja, wie macht man daraus jetzt ein Programm? Und das ist eigentlich ziemlich simpel. Man muss nur eine Sache tun. Man muss in dieser Klasse eine ganz bestimmte Methode implementieren. Also definieren. Und das mache ich jetzt mal hier unter unserer Tune-Methode. Und ich schreibe es hier jetzt einfach mal auf. Nicht erschrecken. So sieht die aus. Tja, jetzt, wenn man sich gedacht hat, naja, okay, eine Methode implementieren, Methode kennen wir, ist alles ganz easy. Und jetzt kommt sowas auf einmal. Wenn wir das vergleichen mit unserer Tune-Methode, dann sieht es ja doch ziemlich unterschiedlich aus. Gehen wir das mal durch, gucken uns erstmal an, was ist denn so, was sind die Gemeinsamkeiten jetzt im Vergleich zu unserer Tune-Methode. Ja, das beginnt eigentlich hier mit diesem Void, von dem wir ja wissen, es ist das spezielle Keyword für den Fall, dass wir keinen Rückgabedatentyp haben, die Methode gibt also nicht zurück. Dann Main ist wohl der Name und das ist auch richtig, deswegen nennt man diese Methode auch Main-Methode. Sie ist also bekannt unter diesem Namen, weil es eben eine ganz spezielle Methode ist und sie Main heißt. So, und dann haben wir also hier die Parameterliste und anschließend einen Rumpf. An diesem Parameter ist jetzt auch ein bisschen was komisch, und zwar diese eckigen Klammern. Also ohne die eckigen Klammern könnten wir es ja verstehen. Okay, mein Gott, ist ein Parameter vom Datentyp String, den kennen wir ja. Der nennt sich args. Ist zwar ein komischer Name, aber was soll's. Wir haben jetzt hier aber jetzt halt diese eckigen Klammern. Und was genau das bedeutet, soll uns im Moment nicht interessieren. Ich sage nur mal so viel. Es heißt sozusagen, dass hier nicht unbedingt ein Parameter vom Typ String übergeben wird, sondern eventuell mehrere. So, ansonsten natürlich stechen aber jetzt diese zwei Keywords hier ins Auge, die wir noch vorgeschaltet haben quasi. Public, Static. Auf das Public möchte ich jetzt auch noch nicht eingehen. Das interessiert uns jetzt nicht. Zu dem Static möchte ich jetzt aber was sagen. Das ist nämlich auch der wichtigste Unterschied zu unserer Instanzmethode Tunen hier. Und zwar sagt die Static aus, diese Methode hier, diese Main-Methode, ist gar keine Instanzmethode, sondern eine sogenannte Klassenmethode. Nennt man auch statische Methode, eben wegen diesem Keyword Static, statisch. Und was heißt das? Das bedeutet, dass diese Methode ja gar keine Interaktion mit Objekten dieser Klasse beschreibt. Das heißt, diese Methode Main hier ist jetzt nichts, was irgendwie ein Auto tun kann oder was man mit einem Auto machen kann, sondern es bedeutet einfach, dass diese Methode in dieser Klasse hier drin liegt, also definiert in diesem Klassenrumpf, nicht mehr und nicht weniger. Okay? Es ist in Java so, dass man Methoden also nicht einfach ins Nirvana hineinschreiben kann, man braucht immer eine Klasse. Man kann Methoden nur in Klassenrümpfen definieren. Und ja, Static bedeutet aber eben, dass das ansonsten mit den ganzen anderen Dingen, die jetzt hier in unserer Klasse drin stehen, überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Also diese Main-Methode hat gar nichts mit Autos oder sowas zu tun. Ja. Sie beschreibt auch nichts, was mit Autos zu tun hat, sondern es ist halt einfach ja, die Klasse, in der diese Methode definiert ist. Das war's. So, und diese Main-Methode ist jetzt dann sozusagen unser Programm. Das heißt, was man jetzt in den Rumpf hineinschreibt von dieser Methode, ist das Programm, das später beim Starten ausgeführt wird. Das werden wir gleich noch sehen, wenn wir starten. Und wenn man dann also so eine Klasse hier startet, dann springt er also in diese Main-Methode hinein und arbeitet die also Zeile für Zeile ab. Und wenn er am Ende angekommen ist, dann beendet sich das Programm.
So, im Moment wird das Programm noch gar nichts tun, weil der Raum leer ist. Ändern wir das mal, ich schreibe mal was rein. Soll uns auch egal sein, was das jetzt genau heißt. Das ist einfach ein Befehl, der einen Text auf dem Bildschirm anzeigt. Und zwar den Text, der hier durch dieses String-Literal angegeben ist. Okay, das heißt, dieses Programm wird jetzt einfach nur diesen Text Hello World auf dem Bildschirm anzeigen. So, und das möchte ich jetzt mal zeigen. Wir wollen das Programm also starten. Um das zu tun, muss man im Vorfeld diesen Quellcode erst kompilieren. Also es ist ja so, dass wir hier Text haben, Quelltext, und den versteht der Computer nicht. Damit kann er nichts anfangen, ja, weil das ist ja alles für den Menschen gemacht. Das ist ja gerade der Sinn von der Programmiersprache, dass wir nicht anfangen müssen, da eine endlose Reihe von Einsern und Nullern einzugeben. Aber der Computer versteht halt nur Einser und Nuller. Das heißt, man muss das irgendwie umwandeln. Und dafür zuständig ist also ein sogenannter Compiler, der also diesen Kompilierprozess, diesen Umwandlungsprozess macht. Und zwar gibt es dafür hier diesen Button. Und was der macht, ist, er kompiliert die Klasse, die man hier ausgewählt hat, und startet sie dann auch gleich. Wenn ich das jetzt mal mache. So, dann hat er das getan und wir sehen jetzt hier unten in der Konsole dieses Hello World. Das heißt, das, was also angezeigt wird in der Konsole normalerweise, ja, dafür gibt es halt hier so eine integrierte Konsole in Eclipse. So, das war jetzt also schon mal ein erstes kleines Programmbeispiel, das sogenannte Hello World Programm. Also dieses Beispiel ist auch sehr bekannt. Die meisten Tutorials und Bücher und so fangen auch direkt damit an. Wir haben das jetzt andersrum gemacht. Wir haben erst eine Klasse designt, weil das ist auch üblicherweise der Weg der objektorientierten Programmierung, da sich ja alles um Objekte dreht. Eine Sache gibt es jetzt noch, die wir hier ändern sollten. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass eben die Static aussagt, ja, dass es eine Klassenmethode ist und sie eben deswegen eigentlich gar nichts mit Autos zu tun hat. Also haben wir gesehen, dieses Programm hat ja jetzt überhaupt nichts mit unserer Klasse zu tun. Ja, es hat ja nur Hello World ausgegeben. Aus diesem Grund sollte man eigentlich immer Programme trennen von ausdesignten Objekten. Das heißt, was wir machen sollten ist, wir sollten eine eigene Klasse erstellen für das Programm. Und das tun wir jetzt auch mal. Wir machen einen Rechtsklick auf unser Default Package und sagen New Class. So, und geben jetzt einen Namen ein. Und ich nenne das jetzt Hello World. Wie gesagt, das ist halt ein bekanntes Beispiel und das nennt man üblicherweise auch so. Jetzt ändern wir schnell wieder diesen Modifier hier auf Default. Falls ihr euch fragt, hat eigentlich dieses Public hier etwas zu tun mit dem, was hier steht? Ja, hat es. Aber wie gesagt, das soll uns im Moment nicht stören. Das sehen wir demnächst, was das bedeutet. Wir wechseln das erstmal wieder auf Default. Finish. So, jetzt haben wir hier also ja, wieder diesen vorgenerierten Code, den uns Eclipse also erzeugt hat, diese Klassendefinition. So, und jetzt nehmen wir mal hier diese Main-Methode raus und fügen sie hier ein. Und diese Hello World-Klasse designen wir jetzt halt auch nicht weiter aus. Also ich hatte ja damals, wo wir die Autoklasse schon erstellt haben, gesagt, dass diese ganzen Bestandteile halt üblicherweise in die Klasse hineinkommen. Aber es ist halt kein Muss. Das heißt, wir werden jetzt hier keine Instanzvariablen, Instanzmethoden oder Konstruktoren definieren. Ganz einfach, weil wir Hello World nicht irgendwie als Objekt ansehen und wir haben auch nicht vor, später im Programm uns Objekte davon zu erzeugen. Ja, wir missbrauchen quasi diese Klasse einfach nur als Container für diese Methode, sodass wir solche, ja, Programmklassen, die lediglich eine Main-Methode enthalten, trennen von, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, echten Klassen, also Klassen im eigentlichen Sinne der objektorientierten Programmierung, die also tatsächlich ein Objekt beschreiben. Okay, so sollte man das immer tun, damit man das sauber trennt.